Schätze, wir kriegen doch unser Duell gegen sie. Signa, mach dich bereit! Hä? Misty? Akiza! Oh nein, Akiza hat wirklich hat keine Ahnung, was passiert. Bitte, Alex, rette Akiza! Und Misty. Aber sie hat ein Wasserdeck. Du glaubst, du könntest mich bedrohen und ich werde, um dich werde ich mich zuerst kümmern. Sie versucht zu widerstehen, ihre Kräfte sind instabil. Damit kannst du während der Main-Phase die Kartenposition des Monsters nicht verändern. Wehe, du spielst stolpern. Ich trete dir in den Hintern. Wenn du besiegt bist, wird sie vielleicht ihren Widerstand lockern. Mach dich bereit. Dämlich. Sonst ist ja scheinbar nix. Und Misty. Ah ja, ja. Ich guck mich vorher noch unauffällig um. Akiza ist nicht in der Verfassung, sich zu duellieren. Nur du kannst Misty aufhalten! Beeile dich! Nur ihr könnt Waldbrände verhindern. Schuhe. Machen wir halt nochmal sicherheitshalber ein Safe State, auch wenn in letzter Zeit keine wirklich gefährlichen Duelle passiert sind. Ja, komm, go. Die rätselhafte Echse. Ja, ja, fangen wir mal an. Wir haben heute mal ausnahmsweise Stein, Schere, Papier gewonnen. Das passiert selten. Stecken geblieben, ne? Wait, what? Das ist ja gar kein Turbo-Duell. Ey, wir dürfen unser VWXYZ-Deck benutzen. Das ist ja ein Traum. Ja, dann X-Kopfkanone. Das ist ja... Holla die Waldfee, Maschinenfließband. Stolpern wäre sie voll OP. So ein bisschen, ne? Stolpern ist ja die absolute Lockdown-Karte. Wenn man einfach seine Monsterposition nicht ändern darf. Angriffspheromone. Falls ein Monster, das du kontrollierst, ein Monster in Verteidigungsposition angreift, ändere das Monster am Ende des Damage in eine Angriffsposition. Das ist klar. Wundenheit. Falls du nur Monster von einem aufgedruckten Grundtypen deinen Friedhof hast, halten alle auf dem Monster 8 ATK, okay. Spielt Unfug in die Verteidigung. Noch eine Verdeckte. Das schon mal für die Hinterhand. Ich schätze, wir spielen mal einen Rico raus. Und schauen erstmal, was da liegt. Da hätten wir eine reptilianische Wache. Okay. Ich muss sagen, dass ich keine Ahnung von reptilianischen Monstern habe. Dieser Archetype ist mir gänzlich unbekannt. Punkt, Punkt, Punkt. Misty ist am Zug. Misty beschwört ihre reptilianische Viper. Wenn diese Karte normal schon beschworen wurde, kannst du ein offenes Monster. Erstmal Synchro sammeln. Synchro, what? Reptilianische Hydra! Zerstört alle offenen Monster mit 0 ATK, die den Gegner kontrolliert. Und ziehe eine Karte für jedes zerstörte Monster. Das sind ja exakt. 0 oder gilt unser verdecktes Monster als Karte mit 0 ATK? Kannst das Ding auf jeden Fall wieder zurückhaben. Hier, nimm. Joa, Sakko für die Zukunft. Das ist doch ganz nett. Dann machen wir doch einfach mal 4000 direkte Schadenspunkte. Das ist doch... Da kann man nichts sagen. Zack, X-Kopfkanone. Haha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Ich X-Kopfkanone, haha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Endphase. Punkt, 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 Punkt. Endphase. Ja, das war's dann wohl, schätze ich. Ey, ich hätte noch eine X-Kopfkanone im Angebot. Wir lassen das mal so. Ist schon okay. X-Kopfkanone! Ach, ne, warte. Okay, eine Runde darfst du noch leben. Hat geblockt. Dann darfst du ja nochmal ein Top-Deck kriegen.
Hat weiterhin nichts zu spielen, ist ein gutes Deck. Also ja, wer hat gesagt, dass sie ein gutes Deck hat? Das ist ja... X-Kopfkanone, Angriff. Zack, 2000. Und X-Kopfkanone, Beete. Ai, ja. Das war ja wieder zum Kopfkratzen. Ich bin durstig. Tobi. Wer ist Tobi? Wahrscheinlich ihr Bruder. Siegesbonus, Dörlandenbonus, kein Spezialbeschwörungsbonus, Bonus von 0 LP, Bonus, erster Schadenbonus, Bonus, Bonus, bla 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 Bonus. Misty! Danke. Akiza, sieh mich nicht so an. Du musst diese Welt als seiner beschützen. Aber erstmal muss ich despawnen. Ich hoffe, du wirst uns nicht vergessen. Bye bye. Misty. Akiza, lass uns die Kontrolleinheit versiegeln gehen. Das hätte Misty so gewollt. Was, Herr Alex, würdest du dann jemand machen, das Asla Piscu ähnelt? Was? Was ist das? Ist das ein erdgebundener Unsterblicher oder so? Ja gut. Nutzen wir diesen Rosendrachen. Die Kontrolleinheit wurde versiegelt. Uff. Ja, es ist der Kolibri von Kali. Ach, der riesige Frosch, meinst du? Nee, Moment, den Frosch hatte sie. Ich bin in Ordnung. Nein, du solltest dich ausruhen. Du hast einiges durchgemacht. Also ich würde auf jeden Fall neue Emotes aus der 5D-Generation machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob gerade hier erdgebundene. Es ist nur noch eine Kontrolleinheit übrig. Herr Atlas kann sie sicher in kürzester Zeit versiegeln. Ja, wir haben seinen aus irgendeinem Grund nicht versiegelt, als wir da waren. Stattdessen haben wir ihn dann mit Kali allein gelassen. Alex, ich bringe Akiza zurück nach Hause. Würdest du bitte hier bleiben und dafür sorgen, dass die letzte Kontrolleinheit versiegelt wird? Haben wir sonst nichts zu tun. Danke, viel Glück. Sure. Schicksalsdarm Emotes, genau. In der Zwischenzeit. Ja, Schicksalsdamen sind geplant. Schicksalsdamen sind, was wir kriegen sollen. Nur, ja. Sind halt viel zu viele Emotes, die wir da brauchen. Kali, halt durch, stirb jetzt nicht. Ich habe immer Menschen bewundert, die hart arbeiten, so wie du, Jack. Kali! Bitte rette die Welt, Jack. Ich werde immer da sein und dich anfeuern. Jack, ich liebe dich. RIP! Punkt, 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 Punkt. Dann können wir mal den Erzdrachen da benutzen. Kali. So, haben wir das geklärt. Ein heller Licht blitzt in der Ferne. Die letzte Kontrolleinheit scheint versiegelt worden zu sein. Roman. Hallo, Signas. Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Roman. Ich bin Wrestler. Ich sehe, es ist euch gelungen, alle Kontrolleinheiten zu versiegeln. Zum Feiern ist es leider zu früh. Die Energie der Kontrolleinheiten wurde bereits im alten Momentum-Generator gesammelt. Ich muss nur das Tor zur Unterwelt am alten Momentum-Generator öffnen und die Welt wird untergehen. Wenn ihr dies verhindern wollt, kommt mich besuchen. Ich bin beim alten Momentum-Generator, da wo wir uns sowieso alle treffen wollten. Kommt bitte, sonst wird mir langweilig. Dann kann ich euch zermalmen und eure Seelen dem König der Unterwelt opfern. Ah, lustig. Ist jetzt hier irgendwo eine Kiste gespawnt? Natürlich, immer nach den Duellen. Du hast Psi-Lebenstrancer erhalten. Cool. Irgendwas in diesem Ding. Die Eidechsen-Geoglyphe ist in die Turmwand geritzt. Sicher das. Ja, schön hier. Das sieht doch nach Boss-Arena oder sowas da oben aus. Gucken wir uns hier mal unauffällig um. Mausoleum des Kaisers. Der Jagdfalke, oh vielen Dank, hat ein Stufe 1 Abo verschenkt und damit insgesamt schon 2 auf diesem Kanal. Sternkaiser, viel Spaß mit deinem geschenkten Resub. Damit hat der Frischula auch wieder 2 Balken Schaden da oben genommen. Scheint keine Kisten hier in der Umgebung zu sein. Dann speichern wir halt hier mal unauffällig.
So, speichere Daten. Ich befürchte ja ein Turbo-Duell. Check hier. Roman! Nun, ich hätte nie gedacht, dass ein Nichtsigner so weit kommt. Warum bist du überhaupt alleine hergekommen? Willst du dich mit mir duellieren? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Das bewundere ich. Als Belohnung für deinen Mut verrate ich dir sogar etwas. Das Tor zur Unterwelt wird sich gleich öffnen. Um es zu verhindern, musst du mich besiegen. Es wird sich wahrscheinlich nach 20 Zügen öffnen. Versuch mich vorher zu schlagen. Natürlich wirst du gar nicht so weit kommen. Ich werde dich gleich hier und jetzt besiegen. Zeitlimitiertes Duell? Ja, komm. Da wollen wir ein zeitlimitiertes Duell kriegen. Das ist doch ein besonderer Job für eine besondere Deckart. Licht ist Pflicht. Ups. Sven, nein, ist nicht okay. Ich wollte hier nicht aus dem Modus, ich wollte wieder zurück aus dem Menü raus. So, dann obligatorischer Save. Da ich hier rumlaufen darf, gucken wir mal da ganz kurz nach Kisten. Random Sternchip. La 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 la. Nichts. La 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 la. Nichts. La 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 la. Hey, Final Boss Typ. Herausforderung annehmen? Ja, sure. Das Tor zur Unterwelt wird sich gleich öffnen. Um es zu verhindern, musst du mich besiegen. Es wird sich wahrscheinlich nach 20 Zügen öffnen. Versuch mich vorher zu schlagen. Jagdwolke, nochmal danke für 100 Bits. Ich liebe es immer, diese Bösewichte, die es erstmal immer erklären. Und die Lösung verraten, ne? Ja, ja, das Übliche. Spinnennetz. Der Roman Goodwin. Naja, die Goodwin-Familie macht nur Probleme. Immer nur Probleme. Stecken geblieben, ne? Final Countdown instant aktiv, wie sich das gehört für so ein Final Countdown. Dann laden wir doch mal Solar wieder auf. Wolfie go. Und setzen wir Raiko für die erste Runde. Und haben hier eine prächtige Illusion und dann ist erstmal gut hier. Schön, dass er für seinen Counter nicht mehr bezahlen muss. Voll unfair. Meteor Bean Dragon, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, macht ihr bequem. Spinnennetz, falls ein Monster angreift, wird es am Ende des Damage Steps in die Verteidigungsposition geändert. Das kann seine Kampfposition bis zur nächsten Endphase des nächsten Spielzuges seines Beherrschers nicht ändern. Alles klar, also reines Stalling, reiner Unfug, ich sehe schon. Ich habe da noch so eine Layla, die wir benutzen können. Jirai Gumo, alles klar, hau raus. Reines Stalling, ich sehe schon. Okay. Gut, nur Solar wieder aufladen, das ist ganz nett. Dann. Wie wollen wir das am dümmsten angehen? Wir haben Wolfie, der kommt aber nicht über Jiregumo drüber. Flippen wir den Raiko, dich verpflichteter Jäger, und schauen, dass mal was passiert. Ich hätte gerne Jiregumo aus dem Weg geräumt. Das ist auch eine gute Sache. Dann haben wir hier Layla, die lichtverpflichtete Zauberin. Die darf gleich mal ihren Effekt aktivieren. Und dann schauen wir, dass wir dieses Spinnennetz da wieder loswerden. Schwupp und weg. 1, 2, 3, 4, 5. Ziemlich cool eigentlich. Dann Solar wieder aufladen wir uns mal eben schnell den Jane hier aus der Hand. Nice. Da schwere ich mich nicht drüber. Dann können wir ein Monster-Tor öffnen. Den Rico hier brauchen wir erstmal nicht mehr. Coole Urteilsdrache. Ach, schade, ausgerechnet ein Rico. Naja. Dann hätte ich hier noch so einen Topf der Trägheit.
holen wir uns die dann mal zurück. Es hat sich auf jeden Fall dafür gelohnt, dass wir jetzt andere Auswahl im Friedhof hatten. Todeswaffe. Okay. Dann attackieren wir mal mit Seiko und schauen mal ganz kurz, was da verdeckt liegt. Hier wird nichts aktiviert, das ist doch schon mal ganz nett. Dann holen wir noch die prächtige Illusion dazu. Und holen uns Gargunitz. Und dann greifen wir noch mit einem Gargunit hinterher an. Wow! Okay, und fix. Mehr Honest. Ein Wolf, nice. Wolf sehe ich doch gerne. Let's go, Wolf. Zumindest ein bisschen stark momentan. Schauen wir mal, was Captain macht. Erwache Krebons. Okay, ich bin Krebons. Finde ich gut. Bevor Krebons hier noch irgendwie ein Problem wird. Honest! Ja, wenn du den Angriff initiierst mit Krebons, dann kannst du doch nicht liegen bleiben, um 800 Lebenspunkte für Krebons zu bezahlen, du. Nicht meine Gurke. Und jetzt hat er schon wieder nichts mehr. Was hat er denn alles auf der Hand? Für ein komisches Deck wieder. Ach ja, Notfallstreffer. Ja, dann... Verurteile dich, Bots! Aha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Ja, also das war ja unspektakulär. Zack, Gargunit liegt für der Drache mal platt. Boah, ich bin durstig. Ich mag seine Ausschläge da oben mal. Vor allen Dingen, warum hat er so einen hohen Ausschlag auf Angriff? Der hat ein reines Stalling-letzter Countdown-Deck. Der hat überhaupt keinen Angriff. Und dann minimalen Ausschlag auf Glück. Rattendeck, ey. Uff. Ich kann ein Nicht-Signal nur so mächtig sein. Ausschläge sind erfahrungsgemäß ziemlich nichtssagend. Korrekt. Alex. Yusei Fudo, auf dein Erscheinen habe ich gewartet. Schade, dass du zu spät kommst. Das Tor zur Unterwelt wird sich jeden Moment öffnen. Was? Und das, obwohl alle Duelle wie immer gewonnen wurden. Alles, was du tun kannst, ist, dich vor Angst zu verkriechen, wenn die Welt untergeht. Hahaha. Sure. Du meinst, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft? Ich kann nichts mehr tun? Mein Signalzeichen. Ach, willkommen zurück. Hier waren wir ja seit 2009 nicht mehr. Wo sind wir? Alex, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ihihihi. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr früher oder später hier auftauchen würdet. Hey, ein Clown. Du bist ein Clown. Lazar. Ein paar Leute scheinen zu fehlen. Und wir haben sogar einen Nichtseiner in dem Haufen. Sieht aus, als ob die Macht des Purpurndrachen ein wenig instabil wird. Wovon redest du? Ihr wollt wissen, was mit dieser Welt geschieht, richtig? Die Antwort, die ihr sucht, liegt hinter diesem Tor. Aber zunächst müsst ihr mir beweisen, dass ihr würdig seid, einzutreten. Hihihi. Hihihi, ist halt komisch, ich schmeiß mich weg. Hi. Ich muss kämpfen. Whoa! Nein, Akiza, du hast noch nicht die nötige Energie. Alex, bitte duellier dich. Du bist die Einzige, die es mit ihm aufnehmen kann. Er leitet die Sonderkommission des Sicherheitsdienstes. Ich frage mich, ob er was weiß. Kann ich wieder gehen? Oh, ich kann gehen. Wir haben mitten in dieser ganzen Aktion wieder Zugang, zurück nach New Domino City zu gehen, wenn wir wollen. So, yeah, cool. Wir können mal ein bisschen Pause von dem unglaublichen Story-Anschlag machen. Und stattdessen mit so lustigen Leuten wie Giado duellieren.
Hey Giado, schön dich zu sehen. So, Bock auf ein Duell? Duellieren! Du willst ein Duell? Klar, warum nicht? Böswilliger König. Naja, Licht ist ja auch Pflicht. Vernichten wir Giado. Stecken geblieben, ne? Wir haben nur eine blöde Todeswache in diesem gesamten Deck. In dem gesamten Deck! Und ich habe sie dauernd auf der Hand. Ein Wolfi. Alles klar, setzen wir schon mal diese Illusion. Dann spielen wir einfach mal Garruff und hoffen aufs Beste. Unser Anfangshand ist nämlich ziemlicher Kack. Wenn ich mir das hier so angucke. Der legendäre Jiu-Jitsu-Meister. Ja, da kommen wir zum Glück mit 50 ATK so eben drüber. Sonst ist der legendäre Jiu-Jitsu-Meister auch ziemlich mies. Und der ist so schon mies genug, aber... Naja. Das Narrenkonfit wieder. Mit einer Urknallkanone. Was ne Combo. Was ne Combo. 400 ATK. Nein! Nicht dieser unglaubliche Damage. Arcturäume. Aber manchmal macht die KI lustige Dinge. Ja, ich schätze, ich spiele mal einen glänzenden Elfen dagegen. Zack! Goodbye, Narrenkonfigs. Mit 400 ATK, weil Urknallkanone. Krass. Klasse Kombi. Ja, sein Zug, Zier. Verteidigung. Okay. Mein Gott. Können wir mal schwerer Sturmtop denken, bitte? Ist kein schwerer Sturm. Dann spielen wir unseren Garruff halt wieder raus. Was haben wir da Feines? Erstmal ein Buch des Mondes. Verdecken wir einen Garruff. Was haben wir denn da? Ein Narrenkonfit. Ja, lange nicht gesehen. Cool. Ja, Gehen wir mal einen Narrenkonfit. Jetzt hat er gerade aktuell nichts. Ja. Okay. Krebons im Angriffsmodus. Ja, toll. Okay. Ah, eine Solarwiederaufladung. Das ist eigentlich heute nützliches Jahr. Zack, Solarwiederaufladung. Dann haben wir hier ein lockendes Licht für die Zukunft. Das ist sehr gut. Flippen wir den Garruff wieder rein. Kriegen wir diese Gehirnkontrolle durchaktiviert. Ich würde ja gerne mal wissen, was diese drei Karten da hinten sind. Lumina, lichtverpflichtete Beschwörerin. Ja, aktivieren wir deinen Effekt. Niemand will diese Todeswaffe auf der Hand haben. Stattdessen hätte ich lieber einen Wolf auf dem Feld. Ja, sieht gut aus hier. Wolf, aha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Dann hätte ich hier so einen komischen Krebons. Keine Ahnung, wer so einen Unfug hier spielt. Angriff, 1200. Dann hätten wir hier noch einen glänzenden Elfen, 1400. Kabum. Ein Garruff, lichtverpflichteter Creature. Kann nie schaden. Und zu guter Letzt die lila Lumina. GG! Ah, ich bin durstig. Du gewinnst. Stark, so viel gebe ich zu. Mhm. Gib dir mal zu. Philipp Wolf, zwei Wolf haben wir im Deck. Ich habe verloren. Nicht gerade angemessen für einen Vertreter der Stadt. Ich bin beschämt. Hier, nimm. 9 kolossaler Kämpfer. Nehme ich. Kann man sich nicht zu sehr darüber beschweren, würde ich sagen.
Einmal noch, dann haben wir Giardo dreimal besiegt. Machen wir das nochmal gerade eben, wo wir hier sind. Dann müssen wir den böswilligen König schon mal nicht mehr herausfordern. So, bist du bereit? Deine Top 3 Yu-Gi-Oh! Spiele? Blues of the Roses? 2008? Und irgendwas von den Tag Force, I guess. Tag Force sehr viel gespielt, obwohl mit Tag Partnern zu kämpfen grauenhaft sein kann. Korrektur grauenhaft ist. Ja, öffnen wir mit dem Jane. Was bringt es, wenn man dreimal gewonnen hat? Wenn wir alle Gegner in der Umgebung dreimal besiegen, dann schalten wir dafür Booster Packs frei. Also es bringt uns mehr Kartenauswahl. Opfer zu Kaius, der Schattenmonarch. Entfernt unseren armen Jane. Ja komm, wir killen ihn meiner Spiegelkraft. Bye bye Kaius. Schön, dass du da warst. Braucht jemand nur Honest? Let's go, Jane. Ich hab da noch einen von. Honest heute im Sonderangebot. 1800. Nicht verpflichteter Paladin. Vielleicht melden wir uns einen Wolf. Nope, aber eine Luminor. Ich glaube, da haben wir eine Todeswaffe. Ach, die Krieger. Könnte ihn aufhalten. Ich halte ihn erstmal auf. Schauen wir uns mal eben noch den nächsten Top-Deck an. Ein Garoth. Nicht unbedingt, was ich haben wollte. Entfernen wir halt den glänzenden Elfen. Was schon. Ah, Buch des Mondes. Also viel dazu. Okay, dann wird halt doch Jane entfernt. Mein Gott, ey. Ach, schrumpfen. Okay. Aber du wirst trotzdem removed, Junge. Das war mal wieder das verschwendetste Schrumpfen überhaupt. Abgesehen davon, dass er dadurch weniger Schaden genommen hat. Jeder ein Konter, Konter, man nimmt nämlich einen Konter, der den Gegner kontert, ja, Konter, 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 quasi Konter. Krebons! Diesmal haben wir nur bisher leider keine... Honest! Ah, nein. Leider haben wir bisher keine... Gehirnkontrolle. Tja. Alle entfernt worden. Ist das doofe. Schätze, ich kann erstmal noch einen neuen glänzenden Elfen nehmen. Viele Judgment Dragons haben? Wir haben zwei Judgment Dragons. Ich meine, insgesamt besitzen wir, glaube ich, 4 oder 5 Kopien der Karte, aber wir sind halt auch 2 limitiert in der Generation. Oh, hey, guck mal. Lock in dieses Licht. Sehr nützlich. So, dann wird dieser Krebons da jetzt, befürchte ich, erstmal eine Weile liegen. Krebons bezahlt 800 Lebenspunkte. Bonds bezahlt Lebenspunkte. Hoffentlich macht er irgendwie eine Synchro Summon oder beschwört sich was anderes. Bonds nervt. Okay, er hat nichts, also geht er nur in die Verteidigung. Das ist natürlich eher unspektakulär. Ein Raikou. Ja, der wäre auf jeden Fall nett, um Krebonzamen aus dem Weg zu räumen. Wäre noch erst in der nächsten Runde, also machen wir das mal. Glänzender Elf, genießt den Schmerz. Und der Ruff, genießt den Schmerz. So,
macht Spaß. Enfys. Punkt, 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 Punkt. Oh hey, Grebon ist wieder im Angriffsmodus. Jetzt geht's aber los hier. Will der etwa freiwillig Raikou angreifen? Sieht so aus. Ja, dann aktivieren wir dann. Nein. Worldwide, ja, mit Worldwide hat's ja mehr oder weniger angefangen mit den richtigen, Anführungsstrichen, digitalen Karten, Yu-Gi-Oh! Spielen. Die Story in Worldwide ist halt hart enttäuschend. Das Spiel ist einfach so plötzlich vorbei. Aber es ist ja auch in erster Linie einfach nur, um ein Medium zu haben, um sich zu duellieren. Beziehungsweise war ein Medium dafür. Ja, greifen wir mal hier mit Lila an. Quark! Ein Baumfrosch! Angriff mit dem glänzenden Elfen. Und dann sollte es das doch für Giardo gewesen sein. Ah, und Yoroth Beete. Ah ja. Ich bin durstig. Du bist stark, so viel gebe ich zu, du gewinnst. Schadenbonus, erster Schadenbonus. Inzwischen haben wir sehr, sehr viele DP gesammelt. Das ist eine schöne Sache.